Ja, was geht YouTube? Lukas ist wieder back am Start für euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute zeige ich euch, wie ihr den Headcutter bauen könnt auf der Zombie-Karte Zombies in Spaceland. Ja, das Ganze ist sehr simpel. Ja, eigentlich ist hier jede Wunderwaffe simpel zu bauen. Ja, ich werde euch heute erklären, wie das geht. Und zwar benötigt ihr erstmal drei grüne Münzen. Ihr könnt immer nur eine aufnehmen, ne? Nicht vergessen. Ja, drei grüne Münzen. Was ihr dann machen müsst, ist mit diesen Münzen hier zu diesem Automaten gehen. Ja, der Automat befindet sich halt im Polar Peak Gebiet. Da müsst ihr dann eure drei Münzen reinwerfen und wenn ihr das gemacht habt, bekommt ihr das erste Teil und das ist so ein, ja, so ein Spielzeug-Alien, würde ich mal sagen. Sieht jedenfalls so aus. Den nehmt ihr dann mit und dann könnt ihr auch schon den nächsten Step machen. Ja, dafür müsst ihr euch eine Batterie holen. Wie das funktioniert, dafür müsst ihr euch erstmal für 350 Tickets die Kryogranaten kaufen. Ja, was ihr jetzt machen müsst, ist wirklich sehr, sehr einfach. Also für mich war es jedenfalls einfach. Ihr müsst mit einer Granate gegen diesen Yeti hier werfen beim Pull-Up. Also die Granate gegen den Yeti werfen im Polar Peak Gebiet und dann müsst ihr halt vereiste Zombies töten. Ja, ich glaube, das muss man mit Headshots machen. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ja, macht auf jeden Fall mal Headshots. Eine Granate hat bei mir jetzt nicht gereicht, deswegen einfach noch eine zweite dagegen werfen und dann solltet ihr das auch schon eigentlich easy schaffen. Einfach ein paar Headshots machen. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr hier zu diesem Yeti halt im Polar Peak Gebiet. Dieser hat jetzt eine leuchtende Hand und das ist halt die Batterie. Die nehmt ihr dann einfach auf und dann könnt ihr auch schon weitermachen. Ja, der nächste Step ist etwas länger. Dafür müsst ihr erstmal für 300 Tickets Goldzähne kaufen, hier in der Spielehalle. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt, müsst ihr nochmal 300 Tickets haben für den Arkankern. Diesen müsst ihr auf eure Waffe machen, mit dieser Waffe, wo ihr Seelen füllen wollt. Ja, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr zu diesem Krokodil gehen. Dafür benötigt ihr so einen riesigen Goliath-Zombie oder was auch immer. Dieser zerstört dann die Zähne, wenn ihr diesen ins Maul lockt. Ja, nun könnt ihr diesen ganz normal töten und eure Zähne da rein platzieren. Ja, was jetzt kommt, ist eigentlich relativ einfach. Jetzt müsst ihr einfach ein bisschen Seelen füllen mit eurer Arkankernwaffe. Aber davor müsst ihr noch in den Pack-a-Punch-Raum und zwar links seht ihr hier einen Tisch. Da müsst ihr Viereck drücken und die UFOs aktivieren. Nun geht's auf ins Polar Peak Gebiet. Da benötigt ihr jetzt eine Menge an Zombies und dann aktiviert ihr hier die Falle und tötet damit erstmal ein paar Zombies. Ja. Das ist wichtig, damit das UFO halt die Flugbahn ändert. Ja, einfach hier ein paar Zombies töten, das sollte jetzt nicht so schwer sein. Und dann hier ganz einfach beim UFO Seelen füllen. Ja, ich habe das Ganze schon gemacht. Wenn ihr dann fertig seid mit Seelen füllen, werdet ihr hier so eine Art Feuerball sehen. Diesen nehmt ihr ganz einfach auf und dann habt ihr einen verbesserten Arkankern. Ja, nun geht's auf zum Krokodil und da bekommt ihr nun euer letztes Teil. Wenn ihr dann beim Krokodil seid, müsst ihr ganz einfach gegen diesen Automaten hier schießen. Also gegen das erste natürlich, wo ich gerade gegen geschossen habe. Und dann nehmt ihr dort euren Kristall auf. Ja, nun geht ihr nur noch zur Werkbank und diese befindet sich halt im Polar Peak Gebiet. Also Werkbank halt, diese Pappfigur. Einfach eure Teile da reinsetzen. Eins, zwei, drei. Und dann könnt ihr auch schon die Waffe nehmen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin raus, Leute, und tschüss.